Guten Durst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier wieder auf unserem Raft, in Raft. Und mit dabei ist wieder der Gacki und der Tom. Hallo. Hi. Hallo. Ja. Let's go. Wir sind letztes Mal hier bei der Yacht angekommen und ich denke mal, wir machen uns auch direkt auf den Weg da drauf. Aua. Wenn wir das überleben, dann tun wir das. Jo. Und schauen mal, was uns da alles so erwartet. Macht es Sinn, sich jetzt schon die Stirnlampe anzuziehen? Wir gehen hier unten ja rein, ich glaube schon, ja. Wir müssen wirklich aufmerksam sein, dass wir nichts irgendwie verpassen oder vergessen. Also ich ziehe mir meine an. Ich auch. Ich glaube, hier erwartet uns gleich auch schon... was Witziges. Ja, genau. Spaß! Spaß! Ein umgeworfenes Tool ist auch Spaß. Bisschen Schrott ist auch Spaß. Hinweise, ich nehme den Hinweis meins. Kannst wieder vorlesen, Gaki, habe ich Lust drauf. Über Schrott. Ich habe die Brechstange. Ich weiß nicht, wo wir sind oder ob dieser Stöpsel halten wird. Wir haben versucht, das Loch zu stopfen, aber das Wasser steigt immer weiter an. Der Propeller macht ein seltsames Geräusch und ich glaube, Matti hat den Motor geflutet. Signe oder wie auch immer hat die Signalflaggen abgebrannt und Philipp hat Musik gemacht. So laut er konnte. Ich glaube nicht, dass einer von uns weiß, was er tut. Ich werfe das gleich als erstes heute Abend von Bord. Vielleicht wird die Strömung es schaffen, wer auch immer du bist. Finde uns bitte. Ich habe eine Karte gezeichnet. Ich hoffe, es hilft dir. Ich habe schon mal die Tür aufgebrochen, ne? Ja, das ist immer gut. Tür aufbrechen. Wer kennt's nicht? Warte, kann ich das abbauen? Ja, hier ist ein bisschen was Zeug. Ne? Tom, komm mal noch mal ganz kurz zurück. Kannst du das irgendwie abbauen, vielleicht mit der Brechstange oder so? Die Brechstange hat gerade die Tür aufgemacht. Ah, okay. Ja, gut, dann nicht. Kommen wir hier hinten noch weiter? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Yes, ich habe hier schon was aufgemacht. Und da ist eine Ratte. Die können wir töten. Wollen wir es? Tot. Ich nehme auf. Ja. Hier liegen ein paar Sachen, die nehme ich mal alles mit. Ich habe hier einen Hinweis. Ein paar Kartoffeln, geil. Ja, Gacki, lies mal vor. Oh Gott, nö. Wer kann ich? Wann, wie war das? Gott, ist das... Du hattest... die obere Nachricht. Du hattest die obere, transkribiert. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dieser Bastard wird das wahrscheinlich überleben. Jens und uns ist fast das Essen ausgegangen. Die Hälfte der Crew ist auf den Rettungsbooten. Dieses Miststück sinkt und du redest immer noch von der Ratte. Das ist nicht natürlich, weißt du. Dieses Wesen fraß eine halbe Schachtel Rattengift und kroch trotzdem die Schächte hinauf ins Steuerhaus. Das Gift hätte ausgehen können. Und was ist, als Olof auf sie schoss? Ich sah, wie die Kugel sie so hart traf, dass sie einen Salto machte. Vielleicht war es eine Täuschung. Gut, aber was ist mit der Zeit, als Karl es in einem Eimer ertränkte, du Klugscheißer? Eine andere Ratte? Es gibt doch eine andere Ratte? Fragezeichen. Super. Ja, dann Hier, ich habe gerade was gefunden. Komm, ja, hier suchen wir auf jeden Fall noch einen Bolzenschneider, also um den Schrank aufzunehmen. Nee, hier brauchen wir einen blauen Schlüssel und dafür ist hier hinten aber ein Raum, wo wir schon reinkommen. Hier. Ja. Dann nehmen wir den erstmal. Hier ist ein roter Schlüssel, den nehme ich erstmal. Brauchen wir nicht. Ja, den brauchen wir bestimmt noch irgendwann. Blau wäre ganz praktisch. Ja, und einen Bolzenschneider. Wenn wir das haben, dann können wir auf jeden Fall wieder zurückgehen. So, weiter geht's. Stairs. Jetzt rein, Achtung. Ja. Hier gibt's bestimmt eine Ratte in der Küche. Oder auch nicht. Guten Hunger. Aber ein Hinweis, ich lese wieder vor. Ja, mach du mal. Kannst du lesen? Jo. Kaspar, die Lüftungsanlage ist kaputt und der Ersatzgenerator für den Kühlschrank hat gerade den Geist aufgegeben. Die Kabel sind größtenteils ausgebrannt, sodass du dich schnell bewegen musst, bevor wir nun auch Büchsenfutter sind. Sieht aus, als hätten wir einen Rattenbefall an den Händen, aber um Himmels Willen, sag es Jens nicht, Oskar. PS, außerdem kennen wir das Versteck, in dem du Karin unterbringst. Vielleicht musst du sie rausholen, bevor wir es müssen. Es wäre das Richtige, was du tun solltest. Ich habe gerade auch noch einen Hinweis gefunden. Ja, ich lese weiter. Versorgungslogbuch. Logbuch. Oh. Kindlein lesen. Tag. Gott, wen interessiert das schon? Das Fleisch ist fast aufgebraucht und wir sind auf das Ge-
Oh, wir sind auf das Gemüse angewiesen. Wir können es wahrscheinlich für einen weiteren Monat. Oh, warum geht das denn jetzt immer zu? Monat ausdehnen, solange unser Gastgeber zustimmt. Noch mehr zu. Was? Noch mehr zu rationieren. Seltsam, wie Olof seinen Bauch behalten hat. Das muss der letzte fette Mann der Welt sein. Was zum Teufel machst du da, Jens? Suchst du noch deiner verdammten Ratte? Halt dich zum Teufel noch mal von meinen Gastanks fern. Hörst du? Ich gehe. Lass deine Unterhosen nicht verknoten. Ja, ich habe das mal was. Ich habe das nicht mal das Versteck deiner Freundin befummelt. Ich werde dich an meinen Knien brechen. Das werde ich tun. Es sei denn, du verschwindest. Wir müssen den Sicherheitsvorkehrungen hier erhören. Ja. Kurze Sache, Leute, hier vorne. Also ich hatte gerade noch einen Gastank gefunden und hier vorne habe ich gerade mit dem roten Schlüssel den Kram geöffnet. Okay. Ja. Das ist schon mal gut. So, hier gibt es dann bestimmt auch einen Bolzenschneider. Nee. Wird es auch bestimmt einen blauen Schlüssel geben, denke ich mal. Hier ist der Bolzenschneider. Das ist gut. Ich habe ein mechanisches Teil, was auch immer das ist. Ja, hier brauchen wir auch noch mehr mechanische Teile. Wir brauchen aber 5. Ja, und Ein noch. Gastank, den habe ich, eine elektrische Leistung und eine Leitung und eine Kugel brauchen wir hier vorne. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da Problem müssen ist, wir. wir haben gleich alle ein Problem mit dem Batterie. Man ist nur noch zur Hälfte. Ja, ich habe meine Lampe erstmal abgesetzt und mach das auch mal. Hier kann man ja noch halbwegs sehen. Ich habe nur langsam ein Problem mit Essen. Ja, ich habe ein rohes Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich das essen soll gleich. Hier gar keine gegarte Makrele. Die habe ich gefunden übrigens, ne? Die habe ich. Wie kommen denn 5 mechanische Teile, ist die Die müssen Frage. wir wahrscheinlich weiter oben noch suchen, also müssen wir ja erstmal wieder raus, komplett. Komplett die Paletti zurück hier. Let it go, let it go, let Ja, it go. rennt hier durch die Gegend, das ist Ja, ja natürlich. Blottiger Höchstgeschwindigkeitssport. Rotti. die Jugend von heute. Sportlich unterwegs, muss ich sagen. Das Problem ist nur, wenn wir sprinten, dann brauchen wir viel mehr Essen und Trinken. Hier ist hell. Cool. Nicht Oh, rot. ei, ei, ei. Ich gehe mal hier direkt weiter hoch am Rand, auf die Dinger springen und dann hochlaufen. Bin schon hoch. Oh, hier ist mich anstalt, meinst Du weißt, dass wir die alle dann du? Ich automatisch. weiß, ja. Ich wollte dich nur kurz motiviert haben. Komm mir nicht Ihr hoch. müsst weiter nach hinten noch. Schau. Ich schaff das auch nicht. Ihr müsst von hier hoch, hier und dann nach hinten. Oh, okay. Ja, touché. So. Hab's geschafft. Sprint. Ah. Ja. Cool. Es ist sehr cool. Oh, ich bin in den Pool gefallen. Ich nehme Sehr Sprungbrett. frisch. Da ist kein Wasser drin. Bong. Passt Ich schon. hätte hier noch ein mechanisches Teil gefunden. Da oben ist wieder eine Ratte übrigens, wenn wir hochgehen würden. Aber gut, da kann man dann nicht. Ja, Nein, hier ist mechanische Teile nichts. sind gut. Eine Flasche Hinweis. Rotwein ist Soll ich auch gut. vorlesen? Ich Wenn habe du... eine Kugel. Soll ich den Hinweis vorlesen? Jo, Da haben kannst wir du. alle. Wo drunter ist denn der? Steht das? Unter T, der müsste der letzte sein. Ja, das ist der Seite auf 9. Seite 9, ja. Mein Name ist Olof Willingstrom. Wer auch immer das hört, dass ich. Das ist mein letzter Wille und Testament. Ich gebe dazu, dass ich weggelaufen bin und meine Wähler und das Projekt Reformation im Stich gelassen habe. Vielleicht hätte die Welt nicht ertrinken müssen, aber andererseits war ich nur ein Mann, welchen Umständen hätte ich machen können. Das Schiff ist startklar, Olof. Ich verlasse dieses Schiff und die Männer nur aus Not und nicht aus Feigheit. Die Krankheit des Kapitäns nahm uns den Schein der Kontrolle, ließ uns treiben. Der Motor ist erstickt. Dann repariere ihn. Wo war ich? Ja, vielleicht finden wir andere an einem trockenen Ort weiter südlich. Vielleicht werden uns diese arktischen Zufluchtsstätten aufnehmen. Sie können Männer wie mich brauchen, auch jetzt noch. Die Benzinanleitung ist unterbrochen. Vielleicht werden wir dieses neue Zeitalter begrüßen. Was meinst du mit unterbrochen? Er wird zerkaut. Sohn eines. Olaf nimmt das verdammte Rettungsboot. Schnappt ihn euch. Ende der Geschichte. Gut. Dann, ja. Ich mache mal gerade. Soll ich das rohe Fleisch essen? Nee, ich habe 2 Kartoffeln. Mir eine geben. Oder 2. Ah, gut, ich brauche eine. Ich muss mir noch eine zurückgeben. Oder wir gehen mal kurz zum Boot. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen Fleisch. Das wird gerade vielleicht sogar Sinn machen. Weil hier haben wir gerade einen Punkt, wo wir auf jeden Fall weit. Hier kommen wir nicht durch die Tür. Wir müssen also weiter außenrum hochgehen.
Ja, okay, dann erstmal kurz zurück zum Boot. Ja. Würde ich auch sagen, dann da sollten auch dann irgendwie die ganzen angebauten Sachen fertig sein. Ja, seitdem die Möwen haben sie alle gefressen. Wo ist denn der Boot? Da wollte ich auch gerade sagen, wo ist denn das? Hier, ich weiß, ich sehe das da. Direkt hinter dem Stein. Mit dem großen. Zählt der mal nach? Ah, hi! Achtung, hi! Achtung, hi! Ja. Ach, da. Seht ihr mich oder meinen Namen? Also ich sehe deinen Kopf. Dein Name jetzt eher weniger. Ja, ich bin mal wieder langsam, feier ich. Dezent. Ich sehe einen Raft. Ich bin gleich drauf. Ich bin drauf. Erster. Jo, hier haben die alles weggefressen, das war ja wieder klar. Nee, ich hab's gerade schon geerntet. Das ist der Unterschied. Oh, ich hätte noch einen Fisch entdeckt. Jetzt kommt ein Hai. Will mal kurz einer helfen, die Bäume zu ernten. Ja. Wir kriegen ein paar Kokosnüsse. Ich bin gerade gepflanzt ein bisschen. Ich hab eine Melone bei mir. Um genau zu sein, habe ich sogar eine Melone und eine Ananas bei mir. Ich hab gerade mal ein paar Ananas gefuttert. Schwert machen hier. Ja, yep, das muss ich. Ja, ich drücke immer O anstatt I. Ah, wir haben keine Seile bekommen, ne? Oh, die machen uns. Ja, ich habe jetzt gleich ganz viele Seile. Das wäre mal nicht schlecht, wenn ich 4 bekommen würde. Wie viele? 4 Seile? Ja. Ein Problem. Denn ich bin der Baummann. Beziehungsweise 2. 2 Seile. Warte, gib mir ganz kurz eine Sekunde. 2 Seile oder 4 Planken. Oh, Scheiße, wo sind meine. Mist. Wo sind die hin? Ich habe keine. Hä, warum habe ich da keine Dinger rausbekommen? Ja, bestimmt hast du welche. Nein, ich habe keine. Hast du Palmblätter bekommen? Ja. Ja, du bekommst keine Seile direkt, du bekommst nur Palmblätter. Nein, ich meine jetzt hier die Ansä-Dinger. Samen? Ich habe gar keine rausbekommen. Ja, hier sind Gott sei Dank noch ein paar. Alles andere wäre auch schlecht. Ja. 4 Seile liegen hier, 5 sogar. Das kann nicht. Wer dringend am Verhungern ist, ich habe 4 Kokosnüsse bei mir. Aber im Moment geht's wieder. So. Genau, ich hatte ja gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Schmelze. Schmelze. Kann ich die Ananas-Dinger nur im großen, im mittleren platzieren? Ja. Das ist blöd. Ich bin einfach durstig. Ich habe gerade neues nachgefüllt. Ich trinke gerade. So, dann brauchen wir nämlich hier noch einen Baum oder 2 Bäume, brauchen auch noch Wasser, dann wachsen die auch wieder. Ja, warte, ich komm. Sonst, ja, mir geht's soweit, glaube ich, wieder halbwegs gut. Weil Essen habe ich immer noch nicht viel, aber das wird sich, glaube ich, so schnell auch nicht ändern. Würde mich noch über ein bisschen Wasser freuen. Jupp, ich auch. Müsste gleich fertig sein. Oh. Da wirst du ja seekrank. Er schwankt ja nur ein bisschen. Hefe wurden gerade überflutet. Joa. Ich mein Ziel. Eine rohe Rübe. Es macht aber keinen Sinn, die rohe Rübe gerade anzupflanzen. Die wird uns gleich eh wieder geklaut. Das ist so das Problem. Daulen. Dann müssen wir erstmal so lange da bleiben, bis wir ein paar Sachen bewacht haben. Oder wir gehen weiter drauf. Ist halt die Frage, ob das sich das regeneriert, die ganzen Viecher. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Nee. Das ist Rift. Was das heißen soll, dürfte ich selber rätseln. ein gegartes Fleisch, ein bisschen Essen habe ich hier. Ja, das ist schön. Träumchen. Will ich eigentlich mit diesen ganzen blöden Rezepten, braucht doch kein Ferkel. Ja. Wollen wir wieder? Ich glaub schon. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, das gerade anzupflanzen. So. Yo, let's go. Ja, oder? Ich denke, es macht mehr Sinn. Weil es dauert ewig, bis sich diese Rüben wieder reproduziert haben. Außerdem habe ich.
Ja, dann los. Bin schon um. Achso. Zack, ist da. Du kannst hier auch sonst einfach. Oder auch nicht. Ja, musst hochspringen. Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall nach oben. Ja, aber jetzt außenrum vorbei. Ja, genau. Wir gehen links lang, das macht es, glaube ich, cooler. Das Verfahren. Ja. Gut, dann gehe ich rechts. Dann geh mal rechts gleich in die Tür rein, obwohl kannst du gar nicht. Doch. Ja, doch, kannst du. Da ist eine Ratte drin, pass auf. Nee, brauchen andere Seite. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Ja. Tür von der anderen direkt? Tür von der anderen Seite verschlossen. Jo, dann sehen wir uns hier gleich. Uns aber auch. Ja, schön, ne? Dann machen wir Jump at ran, hier auf die Kiste und auf die nächste Kiste und dann. Oh. Hopp. Sprinten. Ah, du musst sprinten, Gacki. Ja. Tür von der anderen Seite verschlossen. Ja, wir müssen ja irgendwo reinkommen. Tür von der anderen Seite verschlossen. Gut. Drinne? Nee. Verschlossen. Tür von der anderen Seite verschlossen. Gut, dann gehen wir hier, müssen wir dann bestimmt auf diese Veranda-Dings springen. Noch mehr Jump and Run. Ja. Kann ich springen, bin faul. Ja, irgendwie muss man hier. Oder hier auf diese Teile. Nee. Hä? Ich glaube. Irgendwas. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ups. Ah. Glaub, von hier aus gehen. Was übersehen. Nee, man muss da irgendwie hochkommen. Ich gehe mal hinten gucken. Ja, ich komme hinterher. Ich gehe gleich mit dem Speer in den Körper. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ja, hier kommt man hoch. Nee. Hä? Muss man aber doch hochkommen, das macht gar keinen Sinn. Ah, man kommt hier auf diese Pöller drauf. Kommt man? Ja. Bist du jetzt oben oder wie? Ja. Ich bin irgendwie hochgebackt. Keine Ahnung, fuck. Jo, man kommt da ordentlich drauf, man muss nur richtig drauf springen. Hier sind noch. Genau. Scheiße. Ja. Ich ah! Hey, wo ist denn jetzt? Ich bin oben. Ja, ich bin neben dir. Ich warte nur kurz auf Gacki. Oh! Ob hier irgendwas offen ist. Ja, ja, aber noch nicht. Auf den Poller schaffe ich's ja, aber weiter nicht. Ja, einfach die ganze Zeit Shift Sprinten drücken. Dann kommst du da überall hoch. Ah. Siehst du? So, hier ist noch eins weiter hoch, Ach. Ich habe schon alles nachgeguckt. Ja, gut, wir kommen hier noch eins weiter hoch. Hier ja, ich glaube auf eurer Seite da hinten. Ja, ich komm, bin direkt hochgekommen am Rand. Hier so. Kacki wieder mit seinen Jump'n'Runs. Ja. Anders. Aber genau, machst du mal besser. Das sieht genauso gut aus, ja, was du da treibst. Au. Noch ah, Tom, blöd gelaufen. Lass mich doch in Ruhe. Mal gucken, wer es erster schafft. Jo, ich. Tschüss. Ja. Ich bin gerade noch eins runtergefallen, das ist das viel größere Problem. Ja, ich habe das Problem, dass ich nicht mehr sprinten kann, weil ich Hunger habe. Mm, willst du eine Melone haben? Wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir die. Ich glaube, soll ich hier mal weiter gucken? Aus der Melone? Irgendwas, sonst komme ich hier nicht weit. Warte, ich guck mal, ob ich hier kann man, glaube ich, jetzt nicht noch mal weiter hoch. Also ich glaube, ich habe es als erstes geschafft. Tür von der anderen Seite verschlossen. Okay, die Türen sind immer noch zu. Boah, ey, jetzt reicht's aber langsam mit Jump'n'Run. Ah nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ich warte mal, bis ihr das gelöst habt, sagst du? Gelöst habt, ich komme da nicht weiter, ich bin zu doof. Das stimmt nicht. Ich mach das doch genauso da. Ah! Hi! Hi? Wo? Nachher gespielt. Ah! Oh, jetzt habe ich Durst. Nachher, ey, Mann! Mit. Ah, der ist nicht da. Abwesend. Mann! Ach! Hier komme ich auch noch nicht hoch, hier muss ich noch üben. Ich hab's auch noch nicht geschafft. Kann man hier was bauen? Hat irgendwer Bauer mal mit? Warte, warte. Ich guck mal, ob ich eine Treppe bauen kann. Hä? Das kann doch nicht sein. Gegen drei Holz könnte ich das. Echt jetzt? Ja. Leuchtet es grün oder was? Nein, aber mir fehlt Material. Ich glaube, das funktioniert noch nicht. Ach, vielleicht muss ich einer hinknien. Kniet sich mal einer hinten hier so? Ja, Moritz, knie ich mal hin, ich springe auf dich. Ja, dann.
Ja, wo bist du? Da. Funktioniert. Bin oben. Warte, hier oben ist irgendeine Kiste. Sogar hier. Und jetzt du hinknien? Dann geht bin das? Ich wieder der Einzige, der hier komm, dann mach. Ey, jetzt komm ich auch nicht hoch. Du musst, glaube ich, noch ein bisschen weiter ran. Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Ich habe Hunger. Es wird aber tatsächlich erstaunlich schwierig, hier hochzukommen. Ja, bräuchte noch mal jemanden, auf den ich springen kann. Das macht aber keinen Sinn. Wir müssen jetzt irgendwo reinkommen. Ah, nein. Ja, hier oben ist halt eine Kiste mit einem Schlüssel vermutlich. Knie ich mal hin. Ja, ich glaube, das bringt ist ja nützlich. Probier mal hier. Nee. Hä? Bist du unfähig? Kiste aufnehmen, war oder war überhaupt nichts Interessantes drin. Was war drin? Irgendwelche Bolzen und so. Hä, aber das bringt hier gar nichts. Warte mal, wie viele mechanische Teile haben wir? Noch nicht genügend. Drei. Ja, okay, aber ich hab irgendwas übersehen. Ja, irgendwo muss man hier noch weiter reinkommen. Geh nochmal runter. Ja. Ich geh mal zurück zum Raft. Ja, mach das. Weil sonst habe ich ein Essensproblem. Das macht gar keinen Sinn, weil die Türen sind von anderer Seite verschlossen. Ja, ich habe auch noch. Tom, hast du noch irgendwie was zu essen? Drei Kokosnüsse. Halten jetzt auch nicht so lange, aber ich will jetzt hier diese blöde Lösung finden. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das überhaupt noch schaffe. Oh, könnte was werden. Ja, Moritz will ich gerne abschleppen. Ja, ich habe auch nichts mehr zu essen, ich gehe auch zurück. Oh, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Soll ich mitkommen oder soll ich hier bleiben? Ja, du kannst probieren, auch noch was zu suchen, weil. Ich schaff's. Ich würde sagen, meine Folge ist nämlich auch schon wieder vorbei. Wir probieren jetzt hier nochmal zu gucken, wie wir das am besten lösen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei Gaki wieder. Bis dahin würde ich sagen, tschüss und ciao. Tschö. Tschüss. Wahrscheinlich schon.